Das ist wirklich verrückt. Antimaterie ist ja etwas ziemlich Exotisches und Seltenes. Eigentlich wurde sie bisher nur im Labor erzeugt und ziemlich selten auch im Weltall aufgespürt. Aber dass es Antimaterie in erheblichen Mengen auf der Erde geben könnte, unvorstellbar. Aber es ist so. In einem Hurrikan wurde sogar eine ganze Lawine an Antimaterie festgestellt. What? Wie konnte es dazu kommen? Jetzt in Klicks und Science and Fiction und es gibt am Ende etwas zu gewinnen. 3x2 Tickets für die TinCon hier in Berlin, auf die ich mich am Wochenende auch schmuggeln werde. Herzlich willkommen. Erstmal wieder vielen Dank für den Themenvorschlag auf WhatsApp. Hammer. Kurz zur TinCon, bevor es um die Antimaterie geht. Eigentlich ist die TinCon das Festival der digitalen Jugendkultur, ja nur bis 21. Aber ich habe ganz doll gebettelt, weil ich es so spannend finde. Deshalb darf ich jetzt hin. 13 bis 21 ist eigentlich das Alter und Tickets für die 3 Tage kosten nur 15 Euro. Die gibt es hier bei tincon.org und er ist auch übrigens unten in der Videobeschreibung eingeblendet. Und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich mega. Also draufklicken auf den Link in der Videobeschreibung und mit ein bisschen Glück könnt ihr hier bei mir am Ende des Videos 3x2 Tickets gewinnen. Zum mega spannenden Thema. Es ist das große Rätsel des Universums. Warum besteht es aus Materie und nicht aus Antimaterie? Beim Urknall entstand nämlich fast genauso viel Antimaterie wie Materie, aber eben nur fast. Auf 1 Milliarde Materie-Antimaterie-Paare gab es ein Teilchen Materie mehr. Antimaterie und Materie zerstrahlten sich und es blieb die Materie, der Materieüberschuss übrig. Warum? Weiß keiner. Doch es gibt Antimaterie in geringen Mengen im Universum, zum Beispiel in Gewittern. What? Schon vor einigen Jahren konnten Forschungsteams mit Hilfe des Fermi-Teleskops verdächtige Signale auffangen. Sie richteten dafür den Fermi-Satelliten Richtung Erde. Er sollte Gammablitze, also energiereiche elektromagnetische Strahlung, in Gewittern untersuchen. Ja, und er stieß auf etwas absolut Verblüffendes: Antimaterie. Die Vermutung, Blitze produzieren nicht nur energiereiche Strahlung, sondern lösen auch Kernreaktionen in der umgebenden Luft aus. Die Vermutung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, bei dieser Zerfallsreaktion wird Antimaterie frei. Es entstehen sogenannte Positronen, also quasi positiv geladene Elektronen, und zwar wenn energiereiche Gammablitze auf Atomkerne treffen. Denn dann kann ein Antiteilchenpaar entstehen, also ein Elektron, Materie, und ein Positron, Antimaterie. Jetzt haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erstmalig die Schauer der sogenannten Positronen direkt im Gewitter gemessen. Sie flogen durch den inneren Wolkenring des Hurrikans Patricia schon vor 3 Jahren. Jetzt wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Und das ist wirklich irre. Nicht ein oder ein paar Teilchen Antimaterie, sondern ganze Schauer. Das wiederum bestätigt die theoretische Vorhersage, die bislang über die hochenergetischen Vorgänge in den Wolken existieren. Demnach entstehen die Schauer von Positronen, also positiv geladenen Elektronen, wenn hochenergetische Gammablitze durch Gewitter erzeugt werden. Konkret konnte das Messinstrument namens ADELE in einer Höhe von etwa 2,5 Kilometern das Signal eines hochenergetischen Teilchenstrahls auffangen. Zudem wurden auch Blitze über dem Flugzeug registriert. Dass die Positronen nun direkt beobachtet werden konnten, ist wie gesagt eine absolute Sensation, eine echte Premiere. Doch wie entstehen sie genau? Nach einem Modell dazu durch den Mechanismus des sogenannten relativistischen Feedbacks. In den Gewitterwolken befindet sich ein elektrisches Feld, das die darin enthaltenen Elektronen beschleunigt. Je schneller sie werden, umso weniger Luftwiderstand gibt es. Eine positive Rückkopplung quasi, die zu einer Lawine von Elektronen führt, und zwar fast alle so schnell wie das Licht. Diese wiederum schicken hochenergetische Gammastrahlung zum Himmel. Zudem, und das ist das Irre, werden Paare aus Elektronen und Positronen gebildet. Genauso wie die Elektronen werden die Positronen vom elektrischen Feld beschleunigt. Doch eben einen Unterschied gibt es. Sie werden in die entgegengesetzte Richtung geschleudert. Sie sind ja auch positiv geladen, nämlich zum Boden. Und so konnten sie überhaupt auch erst vom ADELE-Detektor aufgespürt werden. Ja. Und jetzt könnt ihr die TinCon-Tickets gewinnen. Meldet euch bei WhatsApp an und schreibt mir, wie das Festival der Jugendkultur am Wochenende in Berlin heißt. Gibt es mehrere richtige Antworten, entscheidet das Los. Die Gewinnspielbedingungen sind in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt also hier drauf und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social and Media abonnieren. Da erfahrt ihr das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. So kann Antimaterie erzeugt werden. Bis dann. Bleibt dran.